Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier mit unserem Challenge Break mit dem Chrissy Gaming, mit mir und mit dem Malou. Moin moin. So, wir sind da noch immer beim Feld arbeiten, machen und ja. Sehr spannende Aufgabe. Ich sehe schon, du tust viele Themen behandeln in deinem Video. Feldarbeit. Ja, entschuldigen schon. Und nochmal Feldarbeit. Was tun Sie außer Silage machen? Ich tu wickeln, die Primus befüttern und ja, das ist meine Aufgabe. Mhm. Und eben bei dem Gras beim Wachsen zu gucken. Also jetzt weiter vornehmen nachher. Jetzt ist die Schmafusche wieder leer. So. Wow. Ja, ja. Warum leckt's denn halt so? So schnell und so voll ist die Primus noch nie gewesen, Junge. Wieder durch wie sonst was. Upsala. Was machen Sie am Wochenende? Mal gucken, morgen heißt es Koppeln bauen und Tiere umstellen. Sehr spannend. Ja, und mal gucken, was da noch ansteht. Warum machen Sie eigentlich kein Real Life Video? Weil ich keine GoPro habe. Dann müsste ich meinen Kollegen fragen und seine GoPro bräuchte ich eine extra USB-Umsteckteil, damit das an meinen PC geht. Und das hat er selber nicht. Hm. Also, mal gucken. Irgendwann kaufe ich mir meine GoPro. Irgendwann. Erstmal nicht. Du kannst mir eine kaufen, was ist so viel Geld? Ich hab gar kein Geld. 1600. Aha. Ja, ja, chill so. Antonia Kranz bei der Deutschen Zeitung. Bitcoin ist ausgezahlt. Ja, schön wär's, ne, für dich, wenn du überhaupt mal Bitcoin hättest. So, dann geht's halt wieder zurück aufs Feld und dann auf den Hof. Und ja, wir schauen mal weiter. Boah, einfach der Profi, Junge. Der Profi, der sich mit je schreibt, also in Deutsch bist du kein Profi. Junge, weißt du, was hier ist? Die Steigerung vom Profi, das heißt noch besser. Ne, Gruß damit machen wir Profi, schreibt, aha. Oh yes. Nichts von mir. Nix. Haben Sie sich schon eine neue Grafikkarten gekauft?
Alter, ich hau dir gleich in die Fresse. Hör auf, von deinem scheiß Tablet immer abzulesen. Ich hab kein Tablet, Kruzifix. Fragst mich also zum sechsten Mal, ob ich eine scheiß Grafikkarte gekauft habe. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es. Ich sag dir zum 50. Mal, dass ich mir jetzt mal keine kaufe. Sorry, Spinner. Junge, du fragst mich das jede Aufnahme. Jede Aufnahme, Junge. Ey, Chrissy Gaming. Ja. Hast du neue Grafikkarte gekauft? Ja, ist aber schon ein Monat circa her. Ey, Chrissy Gaming. Chrissy Gaming. Ja. Hast du schon eine neue Grafikkarte gekauft? Die Antwort habe ich schon vor einer Millisekunde gegeben. Echt jetzt? Ja. Hast du eine neue Grafikkarte eigentlich gekauft? Ist die Festplatte stecken geblieben? Das denke ich mir bei dir immer, auf die Festplatte irgendwie stecken geblieben ist. Ich habe keine Festplatten, ich habe eine M.2 SSD. Du hast Windows XP im Kopf, das hast du, Junge. Auf jeden Fall Windows XP schneller wie Windows 10, aber naja. Alter, wann gibt's Windows 10? Das lassen wir selber mal außen vor, weil ich gerade gesagt habe, okay? Mhm. Ich war schon ein bisschen lost. So, dann sind wir endlich mit der Feldarbeit fertig, soweit ich das sehe. Oh nein, sei mal nicht. Ich bin nicht nett. Ich hab gesagt, sei mal noch nicht fertig, weil ich gerade schon wieder was gesehen hab. Hola, Signora. Hola. Was sagen Sie eigentlich zu der französischen Map aus dem LS22? Ich hau dir gleich nochmal eine rein. Hey, warum? Das habe ich dir jetzt noch nicht gefragt. Das hattest du mich letztes Mal schon gefragt. Die ist geil. Ich sag halt gar nichts mehr. Du kannst schon was mit sagen, aber du fragst mir ständig das gleiche, Junge. Also wenn ich so einer wäre, der jeden Tag so was Sach bekomme, ich hab doch keinen Alzheimer, Junge. Doch, anscheinend schon. Deswegen weiß ich auch, wann und wo du mir was gesagt hast. Mhm. Hat er daneben seinen Spickzettel. Natürlich. Ich gucke auch, wie du so von der Tafel ab weißt. Ich hab keine Tafel, du Klappspaten. Natürlich, weil du mir ständig das gleiche fragst. Und jetzt ist schon wieder leer, ich wäre wahnsinnig, ich sag's dir. Ja, so schnell geht's leer. Bei dir rieselt da gleich unten der leere Sand raus. Bei dir rieselt unten der leere Kalk raus, Junge, falls du noch was übrig hast. Zeit damit das Challenge-Projekt beendet wird. Zeig, dass ich dich fertig gemacht habe. Bremsweg des Todes. Den soll man immer gut kaufen, nicht schlecht. Was? Gut und schlecht? Man sollte immer gut kaufen und nicht scheiße. Weil ich nicht weiß, mit was du dafür willst. JCB Fast Truck. Wie du das sagst, Alter. JCB Fast Truck. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem JCB-Händler des Vertrauens. Ey, kann sein, dass du bei JCB arbeitest? Na. Also JCB, hier ist das Bewerbungsangebot von Chrissy Gaming. Er ist 12,5 und kann viel Scheiße labern. Hätte ich Schnauze. Und mag ihre Produkte, also nehmen sie ihn gerne an, damit er was zu tun hat. Hm. Kriege eigentlich schon einen Stammkundenrabatt beim Händler. Dann hätte ich ihn ja schon lange, ey.
So, dann. Jo, was steht sonst noch bei Ihnen an, außer Kuppeln? Ey, jetzt hat er auf meinen Nacken erstmal einen Diesel voll gemacht, danke dafür. Aha. 50 Euro, meiner Tankstelle, an meinem Hof steht, Junge. Wucherpreise. Ich mach gleich bei Ihnen noch einmal meine drei Fahrzeuge voll, aber auf Ihren Nacken. Ja, ja, ist klar, sonst habe ich einen Chef. Nein. Hola, Signorita. Warum kriegen wir hier recht mal Licht, Alter, am Traktor? Ich sehe den Ball noch nicht mal richtig. Junge, 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 ich weiß gar nicht, ob ich vor mir einen Ballen habe oder hinter mir einen Ballen habe, Junge. Ich sehe nur hier die pinke Front, Alter. Hä, warum eine pinke Front? Warum sie einen pinken Traktor? Pinke Ballen macht. Wow. Männliche Farb. Natürlich, Junge. Ich sag's zwar schon wieder zum 50. Mal, aber die pinke Folie unterstützt krebskranke Kinder. Deswegen, desto mehr Ballen ich mal, desto mehr Krebskinder werden unterstützt. Weil schon hätte ich das in Lila jetzt gemacht. Oh, meine Auge, Junge! Ja, ja, Herr Kollege. Was haben Sie gemacht? Erzählen Sie einmal. Chemische Sachen in mein Auge, glaube ich, bekommen. Physik an den Tisch gepackt, wo immer chemische Sachen sind in mein Gesicht gepackt. Oh, wow. Sind Sie lustig. Mein Auge ein bisschen weh. Sie sind aber ganz ein schöner Spezialist. Weil ich mich sonst eigentlich immer nicht juckt, was ich in mein Auge bekomme. Ist jetzt eigentlich noch nie riesig. So, jetzt kann er mir die 5 cm Rolle, die sie ausgelassen haben, der kommen gern. Jetzt weiß ich ja nicht nur einmal Kalkaufeln. Ja, das kann ich so wickeln, weil ich Chris die ganze Zeit für mich jetzt gerade die Ballen aufleere, das finde ich gut so. Jo, dann würde ich sagen, war's das mit der geilen Aufnahmesession und mit dem geilen Video. Und jo, ich glaube, der Herr Kollege wollte noch was sagen. Ja, ich würde sagen, die nächste Aufnahmesession, Leute, ist echt letzte Aufnahmesession. Das heißt, nochmal für die letzten Folgen nochmal ein bisschen Hype machen hier. Dann ist nämlich bald das Finale rum. Jo. Großartigen Challenge. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession und vor allem sehen wir uns im letzten Stream. Und mal gucken, was ich dann organisiert bekomme. Vielleicht wird da ein bisschen was verlost. Mal gucken. Mhm. Jo, dann war's das mit der Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.